Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mir um die Kamera Canon EOS 250D. Das ist die Nachfolgerin der 200D und gehört zu der etwas gehobeneren Einstiegsklasse bei den Spiegelreflexkameras von Canon. Viel Spaß! Hier habe ich sie nun, die 250D, die Nachfolgerin der 200D. Das Video zur 200D hat euch ja sehr interessiert, da habe ich eine ganze Menge Klicks darauf bekommen. Vielen Dank dafür und vor allem die Rückmeldungen waren auch sehr, sehr gut dazu. Wenn euch die Kamera interessiert, schaut in meine Playlist rein, da habe ich das Video drin. Jetzt gibt es wie gesagt das Video zur Nachfolgerin. Wer die Specs nochmal im Detail wissen will, der sollte in das Video zur 200D unbedingt mal reinschauen. Die großen Neuerungen kann ich gleich vorab zusammenfassen. Und zwar ist es zum einen der Autofokus, zum anderen ist es das Augenautofokus-System, was es endlich bei Canon in der Einsteigerklasse gibt, was kein anderer Hersteller, das muss man gleich dazu sagen, in dem Preissegment hat. Und ihr habt 4K-Videofunktionalität zusätzlich bzw. Beim Video implementiert. Und da hat sich Canon gedacht, da bauen wir doch mal den aktuellsten SD-Kartencontroller ein. Den habt ihr auch hier drin, das heißt, da ist man jetzt auf der Höhe der Zeit und der ist bedeutend schneller, bedeutend besser als bei der 200D. Also das ist ein echter Aufstieg für alle, die sich für die 250D entscheiden. Für alle, die meine Videos länger schauen, habe ich jetzt noch die ausführlichen Details. Und zwar fangen wir an mit dem Handling und mit der Haptik. Wenn ihr die Kameras das erste Mal gegenüberstellt, dann werdet ihr nicht wirklich was entdecken, was neu ist. Im Detail gibt es schon kleine Veränderungen. Es sind nicht alles Verbesserungen. Ich denke, Canon wollte vor allem zeigen, es ist eine neue Kamera und hat hier und da ein paar Sachen verändert. So habt ihr zum Beispiel eine Gummierung am Display, wenn ihr es zuklappt. Das hattet ihr bei der 200D nicht. Das ist okay, aber ich denke, wer sein Display schützen will, der macht entweder eine Folie drauf oder klappt das Display einfach um. Dann habt ihr nach wie vor Gummierungen vorne an der Seite rechts am Griff. Das ist gleich geblieben. Der Griff ist für meine Begriffe auch nicht tiefer oder breiter geworden. Er ist für mein Verständnis noch exakt so wie bei der 200D. Die Tasten und das Einstellrad gehen auch gleich für meine Begriffe. Da hat sich auch nichts verändert. Auch der Druckpunkt des Auslösebuttons ist auch gleich geblieben. Es gibt auf dem Moduswahlrad eine Veränderung. Und zwar könnt ihr den Modus ohne Blitz fotografieren und CA-Modus nicht mehr. Das hat Canon wegrationalisiert. Dafür habt ihr immer noch einen Szene-Modi. Da könnt ihr selbst festlegen, welche Parameter die Kamera entscheiden soll. Und alles andere mit AV, TV, P, Automatikmodus natürlich und auch dem M-Modus findet ihr auf der Kameraoberseite. Alle Anschlüsse links und rechts sind gleich geblieben. Ihr habt den Mikrofoneingang und einen Eingang für eine Fernbedienung auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite habt ihr nach wie vor den HDMI und den USB-Eingang. Auch gleich geblieben ist die Unterseite. Hier habt ihr nach wie vor das gleiche Batteriefach. Es wird die gleiche Batterie auch verwendet. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr die 200D habt, keine neue Batterie kaufen, sondern könnt theoretisch diesen Akku weiterverwenden. Ihr könnt auch nach wie vor damit rechnen, dass ihr zum Wechseln der SD-Karte dieses Fach öffnen müsst. Auch das hat Canon nicht verändert. Das ist gleich geblieben. Neben dem Batteriefach findet ihr auch noch den Anschluss für die Stativplatte. Nach wie vor wie bei der 200D für meine Begriffe nicht so günstig platziert. Das heißt, wenn ihr hier eine sehr breite Platte drauf habt oder ein L-Bracket, dann müsst ihr das immer abschrauben, wenn ihr an das Batteriefach kommen müsst. Ansonsten gibt es vielleicht in der Tiefe noch etwas. Und zwar habe ich das Gefühl, die Kamera ist vielleicht einen Millimeter dünner geworden. Das ist nicht viel. Also wenn ich sie mir beide gegenüberstelle und von oben drauf schaue, dann sieht die 250D einen Ticken dünner aus, aber echt nur ein kleines Müh. Das macht echt nicht viel aus, aber so im direkten Vergleich könnte man behaupten, es ist so. Ihr habt ansonsten zur Front keine Veränderungen. Das Einzige, was mir noch von auffällt, das ist das Design vom Blitz. Und zwar hat der Aufhellblitz jetzt für meine Begriffe eine etwas spitzere Form, ist etwas kantiger, nicht mal so rund wie bei der 200D. Und ihr habt noch links und rechts so eine Kante eingearbeitet. Warum auch immer, die ist auf jeden Fall da. Die Tasten und Bedienelemente, die sind alle gleich geblieben. Das heißt, ihr habt keine Taste hinzugewonnen. Ihr habt auch keine Taste wegrationalisiert bekommen. Das ist alles gleich geblieben. Das Menü hat sich ein bisschen verändert, aber ist grundsätzlich in der Daseinserscheinung genauso wie bei der 200D. Da könnt ihr wieder entscheiden, ob ihr dieses neue Menü wollt. Und zwar dieses helle, wo viele Details erklärt werden. Oder ob ihr das
alte Menü wollt, das Canon-typisch ist, was schwarz hinterlegt ist mit weißer Schrift. Ich persönlich finde für Einsteiger das helle Menü sehr gut, weil es viele Details erklärt und ihr auch nochmal einen kleinen Einblick bekommt, was denn eigentlich was bedeutet. Für alle Fortgeschrittenen und vor allem für mich finde ich immer das schwarze Menü angenehmer. Ich finde, es sieht einfach etwas cooler aus und hat was von einem Dark Mode wie beim Smartphone. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Was auch nicht neu ist, das ist das Display. Es ist nach wie vor schwenk- und drehbar. Ihr könnt es also nach vorne neigen und könnt euch selbst beim Filmen oder Fotografieren sehen. Ihr könnt es auch zurückdrehen natürlich, wenn ihr jetzt bodentief arbeitet und wollt eine Makroaufnahme machen oder so und wollt euch dafür nicht hinlegen beziehungsweise könnt den Winkel einfach so nicht einschätzen, dann könnt ihr das Display einfach rausklappen und per Touch-Funktion auslösen beziehungsweise auch den Fokus beim Videodreh setzen. Und das ist eine sehr praktische Sache für meine Begriffe. Der Autofokus hat sich auch ein klein wenig verändert. Und zwar hat es sich für meine Begriffe verbessert, was die Schnelligkeit angeht. Er ist nach wie vor nicht auf dem Stand einer 80D oder 90D. Aber er ist auf jeden Fall so schnell, dass man sagen kann, für den Einsteigerbereich ist er sehr, sehr gut. Und gerade im Live-View ist er natürlich sehr, sehr gut, weil ihr hier eine kontinuierliche Mitführung habt, gerade von Gesichtern oder vom Auge, wenn ihr darauf fokussiert. Ihr solltet beim Augenautofokus im Video darauf achten, dass der Fokus auf kontinuierlich gestellt ist. Somit muss die Kamera ständig fokussieren und ihr seid auf der sicheren Seite, dass immer das Auge bzw. das Gesicht fokussiert ist. Wenn ihr das auf Single-Fokus schaltet, dann wird es sozusagen einmal anfokussiert und dann bleibt der Fokus dort stehen, wo er gestellt wurde. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Augenautofokus nur um Live-View geht. Das heißt, wenn ihr auf dieses Feature besonders scharf seid, dann denke ich, ist diese Kamera eher nichts für euch, weil ich glaube, es ist unpraktisch, den ganzen Tag so zu fotografieren, die Kamera so nach vorn zu halten. Ich denke, es ist schon von Vorteil, wenn man dieses Feature möchte, dass der Sucher dann ein elektronischer ist und dann sozusagen auch zeigt, wo fokussiert wird, beziehungsweise auch wo das Auge liegt, damit ihr dann wisst, hier ist der Fokus und jetzt kann ich fotografieren. Serienbildgeschwindigkeit, hier könnt ihr bis zu 5 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Das ist nicht sonderlich viel, aber aufgrund des neuen Speicherkartencontrollers habt ihr die Sicherheit, dass die Fotos sehr, sehr schnell abgespeichert werden und ihr könnt dann relativ zügig weiter fotografieren. Also ihr müsst dann jetzt nicht wie bei der 200D noch einen Moment warten, sondern die Fotos sind recht schnell weggespeichert und dann geht es schon weiter. Der Griff der Kamera ist nach wie vor nicht der größte. Und zwar habe ich hier mal zum Vergleich die 1300D mitgebracht. Die ist dann doch ein ganzes Ticken größer. Und wenn ihr sie mal vergleicht und daneben stellt, dann seht ihr auch schon, dass sie eine Portion größer ist, auch voluminöser daherkommt und dementsprechend auch einen etwas größeren Griff hat. Das heißt, du musst dir im Vorfeld überlegen, ob du einen großen Griff oder kleinen Griff brauchst oder haben möchtest. Also bei mir passt jetzt nicht mehr so wirklich, also die 250D ist dann so grenzwertig, weil eben der kleine Finger in der Luft hängt. Bei meiner Sony habe ich das mit einem L-Bracket gelöst, da liegt der kleine Finger dann auf dem L-Bracket. Ihr könnt natürlich auch hier ein L-Bracket ranmachen, um dann hier den Finger drauf zu legen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn es dich nicht stört, dann macht es auf jeden Fall nichts aus. Ansonsten geh einfach in den Laden, probier es aus, nimm die Kamera mal in die Hand und nimm auch mal die 1300D oder die 2000D, das ist die Nachfolgerin dann schon, in die Hand. Die hat den größeren Griff und da liegen die Hände für meine Begriffe besser drauf. Aber auch die hat wieder ihre Vor- und Nachteile und von so her wird es einfach nicht einfacher, wenn man jetzt sagt, es liegt nur am Griff. Gehen wir mal zurück zur 250D, ich lege die 1300D wieder zur Seite. Viele von euch interessiert wahrscheinlich auch, was kann ich damit machen? Das heißt, kann ich damit sehr gut filmen, kann ich damit sehr gut fotografieren? Denn die meisten Fragen kommen ja immer zum Thema, ich möchte gerne Landschaft fotografieren, ich möchte aber auch Tiere und meine Kinder fotografieren. Und am besten noch filmen in 4K und bester Qualität. Und da muss ich sagen, wenn du gern filmst und das vielleicht ein bisschen ausbauen möchtest mit deiner Familie oder mit deinem Hund, dann würde ich dir die 250D eher ans Herz legen, nicht wegen dem besseren Autofokus, sondern einfach, weil du zum einen den Augenautofokus drin hast, die bessere Gesichtserkennung für meine Begriffe und vor allem die 4K-Videofunktionalität.
Es ist einfach so, dass wir mittlerweile fast nur noch Geräte haben bei den Herstellern, die 4K im Video auch können. Und ich denke, wenn man sich jetzt neu entscheiden muss, ist es nicht verkehrt, sich für 4K zu entscheiden. Du hast einfach die Sicherheit, später auch dann die bessere Bildqualität im Video abrufen zu können. Wenn du jetzt die 200D besitzt und dich fragst, soll ich upgraden auf die 250D? Lohnt sich der Umstieg? Ich mache doch viel Fotos. Dann kann ich dir ganz klar sagen, spar dir das Geld, investiere in ein besseres Objektiv für die 200D und da wirst du mehr am Ende bei raus haben als mit der neuen Kamera. Denn der Sensor ist gleich geblieben. Du hast also keine anderen Bilder oder keine technisch besseren Bilder im Sinne von besserer Auflösung oder besseres Rauschverhalten. Das ist nach wie vor sehr gut bei beiden Kameras. Und also wer den Fokus auf Fotografieren legt, sollte sich überlegen, vielleicht eher bei der 200D zu bleiben, wenn du sie schon hast. Wenn du noch keine von beiden hast und neu einsteigen willst, dann empfehle ich dann doch eher auf die 250D zu gehen. Es sei denn, du hast ein knappes Budget, dann ist natürlich die 200D auch genauso gut geeignet. Ihr seht also, Canon macht das wieder sehr intelligent. Man hat hier 4K eingebaut, die Augenautofokus-Geschichte, einen guten Autofokus und dann denkt Canon, jetzt kaufen alle, die die 200D haben, die 250D. Aber wie gesagt, meine Meinung ist dazu, es lohnt sich nicht gravierend der Umstieg. Es sei denn, du willst viel filmen, dann lohnt sich schon der Umstieg, denke ich. Ansonsten, wer viel fotografiert oder vorwiegend fotografiert, da wird mit der 200D nach wie vor auch gut aufgehoben sein. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen gefallen. Wenn du Fragen zur Kamera hast oder du merkst, ich habe Dinge vergessen, schreib es mir in die Kommentare. Ich antworte wieder darauf. Alle anderen können sich da gerne auch mit einbringen. Und dann bleibt mir nichts weiter als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lass einen Daumen hier, abonniere meinen Kanal natürlich. Wenn nicht, dann klickt einfach vorher weg. Und vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Erstmal gegenüber wenn ihr die Kameras das erste Mal gegenüberstellt, dann werdet ihr nicht wirklich was entdecken, was neu ist. Im Detail gibt es schon kleine Veränderungen. Es sind nicht alles Verbesserungen. Ich denke, Canon wollte vor allem zeigen, es ist eine neue Kamera und hat hier und da ein paar Sachen verändert. So habt ihr